Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung bla bla. Im Rücken die Ruinen von Europa. Tatsächlich, ich habe den Mauerfall wirklich verpennt. Und das, obwohl Bärbel Strehlau vom Grenzübergang, der als erster geöffnet wurde, nur 500 Meter entfernt wohnte. Weil ich saß tatsächlich bei meinen Eltern auf dem Sofa und hatte mal wieder Liebeskummer und habe den DDR-Abendfilm geschaut. Und dann kam halt die Pressekonferenz und da wurde gesagt, ja, also ab jetzt ist die Reiseregelung, ab jetzt kann jeder DDR-Bürger reisen. Ihr persönliches Erleben und die politischen Entwicklungen, auch in Bezug auf die Europäische Union, hat die Regisseurin Bärbel Strehlau in ein Stück verpackt. Goodbye Europe oder Wie ich den Mauerfall verpennte. Der Aufführung findet sich jeweils ein Gast auf der Bühne ein, um mit den Schauspielern über neue Gesellschaftsmodelle zu sprechen. Bei der Premiere im Wiener Palais Kabelwerk stellte sich die deutsche Autorin und Radiojournalistin Marion Brasch der Diskussion. Brasch war die Tochter eines hohen Parteifunktionärs und hatte drei Brüder, die gegen den Vater rebellierten. Sie, als die Jüngste, stand zwischen den Fronten. Diese Familiengeschichte ist in gewisser Hinsicht exemplarisch für das, was mit diesem Land passiert ist. Also die Vätergeneration und die Generation der Söhne, die sich antagonistisch und unversöhnlich gegenüberstehen. Das passierte bei mir in der Familie im Kleinen. Also mein Vater war ein hoher Parteifunktionär, sein ältester Sohn, ein Schriftsteller, ein Künstler, der eigentlich genau dasselbe wollte. Also die Idee des Sozialismus, aber mit anderen Mitteln, also so demokratischer, offener, anarchistischer vielleicht auch. Die DDR ist, so wie sie sich entwickelt hat, gescheitert, meinen Marion Brasch und Bärbel Strehlau. Den Kapitalismus als das einzig Wahre über das alte System zu stülpen, sei problematisch. Konzepte, die man damals in der DDR diskutiert hat, um Änderungen herbeizuführen, seien heute auch wieder aktuell. Man sprach immer von einer sozialistischen Marktwirtschaft dann, also was man hätte natürlich irgendwie einführen müssen, ja. Und das Lustige ist, dass man jetzt von einer Ökonomie Gemeinwohl spricht. Und das hat für mich irgendwie was doch sehr Ähnliches, von der Idee her und von der Utopie. Fakt ist, und das will Bärbel Strehlau mit ihrem Stück auch ausdrücken, Europa, wie es heute ist, wäre ohne den Mauerfall nicht möglich gewesen. Doch was kann die Europäische Union von der deutschen Einigung lernen? Regisseurin Bärbel Strehlau und Publizistin Marion Brasch sind sich einig. Mehr Verständnis für das andere, das Unterschiedliche wäre essentiell. Deshalb auch der Titel Auf Wiedersehen Europa. Die EU steht etwas auf der Kippe, offensichtlich. Und entweder wir verabschieden uns von diesem europäischen Gedanken oder wir finden einen neuen Weg.
Und deshalb das Auf Wiedersehen, man sagt ja auch auf Wiedersehen auf was Neues.